Oh jo, Alter, ich wollte gerade mein Intro machen. Ich werde einfach da beobachtet von einem Typen am Fenster. Da denkst du, was macht dieser Kanake mit der Kamera da? Ey, was geht ab? Der Kanake mit der roten Jacke ist wieder mal fresh vor der Kamera. Heute ohne rote Jacke und mit einer richtig scheiß Belichtung. Aber das liegt daran, dass wir gerade in meinem Auto sitzen. Guck mal, ne? Ich nehme es heute mit so. Wir werden heute bei Ikea auf jeden Fall vorbeigehen und mir einen neuen Schreibtisch kaufen, weil ich muss in dem vor dem Aufnahmezimmer. Warum guckt der mich noch an? Bruder, guck mal weg. Guck mal, er macht sein Rollos runter. Mach weiter runter. Holla, der macht mir Angst. Jedenfalls, ich nehme euch mit, wir kaufen einen Schreibtisch, weil ich muss aus meinem Aufnahmezimmer raus, wenn meine Mutter umzieht. Und wie die meisten von euch wissen, habe ich mein Aufnahmezimmer bei meiner Mutter noch, weil die eine 5-Zimmer-Wohnung hat und jetzt ja eine kleinere Wohnung nimmt. Hör auf, mich anzugucken, Mann! Wir werden Lauren heute mitnehmen und ich glaube, wir machen das jetzt einfach mal so. Ich rufe den mal an. Warte mal. Ich zeige euch jetzt, was Lauren für Schauspielkünste hat. Moment, wo ist mein Telefon? Weil ihr wissen wollt, wie ich Lauren eingespeichert habe. Ist man das? Ja, Bruder, guck mal, ich bin jetzt vor der Tür, ne? Ernsthaft? Ja, wir machen das so, guck mal, weil ich will das Ganze nämlich vloggen. Wir machen das so, ich tue jetzt so, als ob ich dich anrufe und ich sag dir ab und dann stehe ich vor deiner Tür so und klingel und komme hoch und du fuckst dich voll darüber ab, weil du dachtest, ich hab abgesagt, okay? Okay. Also ich tue jetzt so, ob ich anrufe, bleib dran, warte, okay, warte. Jo, Lungenkrebs, was geht? Nichts für den. Ey, Bruder, ich muss dir absagen, ja? Ich kann nicht kommen. Ja, easy, Bruder, kannst du mich so ein bisschen pennen. Okay, Adi, ciao. Gut. Okay, Bruder, ich komme jetzt hoch und dann mach Schauspielerkunst, okay? Ja, Mann, nerv mich nicht. Okay, Adi, ciao. Oh. Der kleine Penner, Alter. Ich schwöre, kann heftig Schauspielern. Wohin? Du hast mir abgesagt. Ich bin am Pennen jetzt. Komm mit hier. Verpiss dich. Komm. Nein. Komm jetzt. Komm. Nein. Komm doch. Bruder, ich hab mich hingelegt zum Pennen jetzt. Aua. Komm hier. Nein. Komm runter jetzt. Zieh Schuhe an. Nein. Komm. Nein. Fettschwein, komm. Nein. Komm jetzt, Mann. Nein, ich hab mich hingelegt zum Pennen. Jetzt komm runter, Alter. Komm, dreh dich mal zur Seite. So, dreh dich seitlich. Man sieht doch nichts, alles dunkel. Ja, guck mal. Und jetzt? Jetzt kann ich mitkommen. Komm. Wir machen aus, dass ich mich abkürze. Can I get a higher? Nein. Mach higher! Mach higher! Mach doch jetzt! 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 Los, mach! Tu es! Tu es! Tu es! Haja! Der will ein Eis bei McDonald's, ne? Dem ist das egal. Guck mal bitte, wie lang diese Schlange. Guck mal bitte. Und der will trotzdem mein scheiß Eis, Mann. Ich will mein Ei. Warum machst du das, Alter? Gib mir mein Eis! Schon, du bist behindert, Alter. Das Einzige, wie viele haben sich erschrocken? Bestimmt nicht ein einziger. Guck mal, 1, 2, 3, 4, 5. Wir sind das sechste Auto in der Schlange. Mach mal Ton an. Ton ist doch an. Hört doch gar nichts. Man hört nichts. Ich rede doch noch, das ist so eine Aufnahme. Ach so. Ist der behindert, Alter? Ist der behindert? Ich schwöre bei Gott, der ist behindert. Mach mal Ton an. Ich dachte, du spielst ab, Bruder. Nein, da ist doch ein roter Punkt. Guck doch mal. Ja, ich hab da doch nicht hingeguckt, Bruder. Wallah haram. Ich bin voll fokussiert auf die Schlange. Wir stehen immer noch für sein Eis. Ist mir egal. Die wissen eh nicht, wie lange er ist. Es kann nur 3 Sekunden gewesen sein. Das weiß, wir warten eine halbe Stunde wirklich auf sein Eis. Nein, der lügt. Nein, ich lüge nicht, Freund. Eine halbe Stunde. Wallah, der lügt. Der ist nicht der Muslim. Der kann gar nicht Wallah sagen. Bei meinem Sohn, der lügt. Er hat keinen Sohn. Er verarscht dich schon. Wir warten eine halbe Stunde schon. Nein, warten wir nicht. Halbe Stunde für ein Eis. Und dann, ich wette mit euch, die Eismaschine ist gleich kaputt, aber ich zeige euch das. Wenn wir gleich dran sind, dann sind noch 4 Autos vor uns, also noch bestimmt 15 Minuten. Und dann sage ich euch Bescheid. Ihr werdet sehen. Guten Abend, jede Bestellung bitte. Warte. Assalamu alaikum, Bruder. Alaikum salam.
Bruder, dieser Mac Sunday, ne? Ja. Nicht Mac Sunday, Bruder. Welche denn? McFlurry. Dieser McFlurry. Oreo. Ja? Oreo. Dieser Oreo. Ist da Gelatine drin, Bruder? Ich weiß nicht, Bruder. Boah. Habt ihr nicht so eine Liste mit Gelatine-Inhalt? Ich glaube nicht, viele essen das, ja. Ja? Machst du mir dann so ein McFlurry, bitte, Bruder, jetzt? McFlurry? Ja, bitte. Oreo Schoko? Jetzt Oreo Schoko. Ja, ja. Machst du ja Oreo Schoko, Bruder. Außerdem? Das wär's, Bruder. Dann nehmen wir noch einen Chicken Burger. Oder warte, noch ein Chicken Burger, bitte, Bruder. Noch ein Chicken? Ja. Okay. Alles klar. Aber so einer, Bruder, ich küsse dein Herz. Dankeschön. Seht ihr, ich sag doch, eine halbe Stunde gewartet. Für ein Eis. Aber für die McFlurry-Maschine geht. Er streckt das Video nur, damit er den Tisch wieder rauskriegt. Hab ich doch gerade schon erwähnt, Alter. Aber nicht im Video. Oder werde ich doch im Video erwähnen. Doch, ich habe gerade eine Szene offen, wo ich meinte, ich strecke das wieder, damit ich mein Geld wieder rauskomme. Du meinst bei 4 Millionen Klicks, also Flash-Klicks? Nein, 4.000 Klicks. Nein, du hast 4 Millionen gesagt. Egal, ihr wisst Bescheid. Also bei 4.000 Klicks habe ich das Geld für diesen Tisch wieder raus, Freunde. Echt? Clip, 4.000? Ja, 4.000 Klicks. Echt jetzt? Ja. Echt? Ja. Für 4.000 Klicks kriegst du was? Der Tisch hat 52 Euro gekostet. Ja. Ja. Für 4.000 Klicks kriegst du 52 Euro? Ja. Wallah, der gibt mir nicht mal 1 Cent. Wallah, ich hab den gesagt von Anfang an, hört mal zu jetzt. Ich hab den gesagt, ich kann das sagen, Bruder. Jetzt ist ja vorbei, dieser Deal geht nicht mehr, Bruder. Du hast jetzt jemanden. Vorbei. Vorbei. Nein, der hat gesagt. Du sagen, kannst du nicht sagen. Warum kann ich das nicht sagen? Wallah, kannst du nicht. Kann ich nicht? Nein. Jedenfalls, der Deal war, ich bekomme das Geld, wenn was dabei rausspringt, und er bekommt was anderes. Er wollte keinen Cent haben. Ich schwöre bei Gott. Und jetzt kommt ihm an, er kriegt keinen Cent. Er hat nur gesagt, er schwört. Ich schwöre. Guck mal, ich geb den sogar Geld. Wallah, damit das ist mein Geld. Bei Gott, das ist mein Geld. Immer ist das mein Geld. Der ist heide, Mann, der labert scheiße. Ich kaufe ihm sogar ein Eis, guck mal, wie undankbar der ist. Nein, Mann, boah, du bist so ein Dreckiger. Jeder von euch, der schon mal mit euch war, weiß genau, erstens, der ist fetter als ich, zweitens, ich gebe immer aus. Oh nein. Doch. Der sagt noch Wanda. Oh nein. Oh, der schämt sich. Halt die Fresse, Alter, du erzählst mir was von... Kefir! Was willst du? Hä? Der ist ein Kefir, der Arme, der ist einfach ein Heide, der glaubt an gar nichts. Er sagt die ganze Zeit Wallah und so. Wenn er euch so ankommt, glaubt dem nicht. Weil der labert eh nur scheiße. Guck mal, wie der jetzt mal. Bist du Moslem? Oh. Nein, Bruder, ich bin Dings, Buddhist. Buddhist, du siehst doch aus mit seinem Bauch. Deswegen ist der ja. Warte, hier, jetzt sitzt warte, der fette Bastard. Warte mal, ne? Du kleiner Wichser, warte. Bevor der Wichser hier wieder vorbei ist, scheiße auf deinen Witz, Junge. Guck, ey, hör mal auf, wir rollen weg. Guck dir das an, ja, wir rollen weg. Du rollst, Junge, nicht das Auto. Das hab ich jetzt gerade angekommen, Bruder. Mach doch mal, bitte, geil. Hör auf, ey, wir kriegen Strike dafür, Mann, Alter. Warum? Sexueller Content, Mann. Nein. Ich schwör bei Gott. Ich komm doch noch nicht. Seht ihr, mit was ich mich hier rumschlagen muss? Ich muss mich mit dem rumschlagen. Okay, ah, du Wichser! Hör auf, Mann, mein Nippel ist steif geworden. Geil. Das ist der Arme. Der ist jetzt alleine steif. Jetzt ja, muss ich einer Auto. Ich mach selber steif, Mann. Nein, ich geh weg. Dein Akku ist was leer. Nein, 15%. Gar nicht schlimm. Guck mal, jetzt geht's hier weiter. Warte, Jungs, wir sehen uns gleich wieder, Mann. Ich muss jetzt hier mal gucken, wen ich da gerade Bruder genannt habe. Der hat schon angefangen wie so ein Inder. Wir diskutieren gerade, ja. Ich hab gesagt, wir sind Mutter und Kind. Er hat gesagt, mit diesem Auto von seiner Mutter sollen wir lieber auf einen Behindertenparkplatz. Warum? Hinten haben wir Liegefläche für den Behinderten, aber keinen Kinderplatz. Bruder, wir können sagen, wir haben die Kinder in Käfige getan. Na, du bist doch mein Kind, ich bin deine Mutter. Ich will aber nicht an einem behaarten Nippel lecken, Junge. Ist doch geil, Bruder. Nee, Mann. Maschallah. Ah, du Hund. Was? Ist das Winter extra falsch gestellt? Ja. Guck mal bitte einmal, wie klein Lauren gegenüber mir ist. Er ist mega klein. Kleiner Petzer. Guck mal, das war ein kleiner Fetzer. Jetzt sind wir auf derselben Stufe, du Spaß. Trotzdem bin ich größer als du, Fetzer. Ja, aber nicht viel. Jetzt einfach dein Bauch, Fetzer. Ja. Gönnt euch. Mein ohne Speckbauch. Habe ich dich eingezogen? Ja, ja. Warte, Wallah, wieder habe ich dich. Warte, sind Leute hier. Mach nochmal drauf, hör auf. Ist egal. Hör auf, Fetzer, hier sind Leute, hör auf. Bei mir ist es so. Nicht peinlich. Nicht nein, du bist fett, weil hier sieht man das. Ach so, du bist nicht fett. Nein, du bist sogar fetter als ich, für Spaß. Nein. Nein, wir gehen jetzt. Komm, warte, komm hier. Ich zieh das jetzt raus, wir fallen sehr. Nein, wir fragen den Kollegen nicht. Warum muss ich denn diese Kamera so hochhalten? Guck mal, wie fett der ist. Oh, yo. Bruder hat uns auf jeden Fall beide eingeholt. Hä? Was? Ja. Ja. Guck mal, das hier, Alter. Was ist das? Dein Bett? Ja, so ein Schlafsofa. Guck, ob das gemütlich ist. Setz dich mal drauf. Ich kenn das. Setz dich mal drauf. Das ist nicht gemütlich, Junge. Setz dich mal. Boah. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Erdbeben. Erdbeben. Fette Sau. Boah, Bruder, dein Bauch hat richtig rausgeguckt. Ja, Masha'Allah. Ist gut hier? Sei ehrlich, gefällt dir? Nein, Bruder. Nein? Ich hatte das scheiß Ding auch mal. Ja, komm, das ist ein Schreibtisch, Digga. Ganz ehrlich, ne? Stell euch mal vor, ihr habt so eine Einrichtung, ne? Einfach so.
Schön kann einfach so. Richtig geil. Da kommt nur so ein Chaya. Oder der Chaya, so wie der da. Und macht ein paar Sachen. Das ist schon nice. Hör doch auf damit, Alter. Ich guck dich gleich an, Junge. Kein Schweinchen. Wir sind einfach in den ganzen Laden gelaufen, nur damit wir diese Regalauskunft bekommen. So richtig sinnlos. Was sagst du dazu? Tische und Beine haben wir auf jeden Fall jetzt. Wie fandest du das, Alter? So Ikea, war schon eine coole Erfahrung, ne? So endlich mal von zu Hause rauszukommen, Bruder. Ja, ich war noch nie in meinem Leben. Warte, chill mal, ich bin einfach nur die da hinten filmen, die gerade ein Porno drehen. Alter, die drehen einfach auf Ikea-Park, weil es ein Porno, Alter. Ich weiß gar nicht, was mit denen falsch ist. Ja. Ich meine, public for the win, so, Bruder, aber hier sind kleine Kinder. Was hältst du davon, dass die Menschen da gerade sich so an die Wäsche gehen, so? Diese alte Frau, guck mal, alter Mann, wirklich alter Mann, und so ein Junge. Der hat mich schon aus dem Katalog bestellt, Bruder. Bruder, der hat dich bestimmt aus dem Katalog bestellt. Egal. Die sieht aber ihm aus, safe aus dem Katalog. Jetzt filme ich dich, um deine Meinung zu wissen. Wir sind doch safe aus einem Katalog, Bruder. Du hast auch deine Frauen aus einem Katalog. Wie ist das so? Nimmst du B-Ware oder ausgelaufene Ware oder Neuware? Ha? Die mit den meisten Gebrauchsspuren. Mm. Also stehst du auf gebrauchte Menschen, Frauen? Die ist super jung, Bruder. Ja, sag ich doch. Der hat die aus einem Katalog. Oder die ist einfach jünger als mir. Mhm. Ja, Freunde, so ist das Leben. Wenn man Geld hat, kann man sich auch jüngere Frauen leisten. Also wenn dieses Video so die 4 Mille an Klicks schafft, dann habe ich das Geld auch wieder raus für den Tisch so. Also klickt fleißig, auch 10 Mal, guckt euch das Video 20 Mal an. Also ohne richtiges Werkzeug, was nicht die ganze Zeit abrutscht, ist das wirklich eklig dran zu machen. Ich habe gerade mal 2 richtig dran, so. Das ist, ja, ich hätte mir Werkzeug kaufen müssen. Bruder muss los. Uiio. Was geht? Lange schon gesehen im Job. Was geht bei dir, Bruder? Ey, Carlos, alles klar? Boah, ganze Familie. Es gibt etwas Positives. Warte, bitte richtig die Kamera. Guck mal, das Internet hier. Und das ist nur WLAN. Das ist nur WLAN. Das ist schon mit Kabel. Das ist einfach top. Einfach top. 4 GB Video einfach gestern in 5 Minuten hochgeladen. Als ich das Studio bei meiner Mutter hatte, habe ich für 4 GB Video 1,5 Stunden gebraucht, Bruder. Das ist. Also, ich weiß nicht. Es fuckt mich immer noch ab.